aktiv sind, das heißt, junge Menschen mit einem klaren Ziel bestmöglich fördern. Das hat sich die Stiftung Lausitzer Braunkohle zum Ziel gemacht. Seit 10 Jahren unterstützt sie Projekte im Kinder- und Jugendbereich. Da haben sie natürlich Projekte, die sich einerseits auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Bildung von jungen Menschen beziehen. Auf der anderen Seite war uns auch immer wichtig, das Thema Umwelt, Umweltverträglichkeit, aber auch Energie mit im Spiel zu haben. Und haben wir teilweise wirklich spannende Projekte gehabt, die auch Vorbildcharakter für andere soziale Einrichtungen hatten. Und ich denke, da haben wir schon das eine oder andere Gute bewegen können. Das Spektrum ist also vielseitig. Insgesamt wurden bis jetzt über 150 Anträge bewilligt und fast 1 Million Euro in den guten Zweck investiert. Den größten Anteil nehmen dabei die Stipendien ein. Agneta Schurgast profitierte bereits davon. Sie absolviert zurzeit ein Auslandsjahr auf den Philippinen. Generell versucht die Stiftung, innovative Vorhaben bestmöglich zu fördern. Entscheidend sind dabei 3 Grundsätze. Ein Punkt ist, wir möchten, dass insbesondere junge Menschen profitieren. Das ist also schon mal ganz wichtig. Junge Menschen heißt vom Kindergarten bis zur Hochschule. Ein weiterer Punkt ist, es soll ein soziales Engagement erkennbar sein. Und es sollte im Idealfall vielleicht auch noch mit dem Thema Umweltenergie zu tun haben. Dazu kommt auch ein gewisser Vorbildcharakter. Wir wollen nicht reinen Betrieb fördern, sondern wir wollen neue Initiativen fördern. Im Januar gingen bereits die ersten 9 Anträge ein. Angst, dass bei der ungewissen Zukunft von Vattenfall die Förderung ausfällt, muss keiner haben. Auch bei einem neuen Käufer soll die Stiftung weiterhin bestehen bleiben.